Artikelnummer SCP-043. Objektklasse: Sicher. Sonderverwahrungsverfahren: SCP-043 erfordert keiner besonderen Verwahrung, obwohl empfohlen wird, SCP-043 nicht für andere Zwecke als für Versuche zu verwenden. Für diese Versuche ist ein Plattenspieler im Raum zur Verfügung zu stellen. Beschreibung: Bei SCP-043 scheint es sich um eine Vinylausgabe des Musikalbums The White Album der Beatles zu handeln. Bei einer näheren Betrachtung weist die Platte jedoch keine Rillen auf. Trotzdem wird SCP-043 unabhängig von der Startposition der Nadel von Anfang bis Ende abgespielt. Wenn der 29. Titel erreicht wird, spielt die Platte nicht wie erwartet Revolution 9. Stattdessen hört die Platte auf, sich zu drehen, und es sind schwache Atemgeräusche hörbar. Gelegentlich spricht die atmende Entität mit einer Männerstimme. Die Entität antwortet auf Fragen und zeigt ein profundes enzyklopädisches Wissen über die Musikindustrie, Musiktheorie und obskure Fakten über viele Bands und Künstler. Die Entität weigert sich jedoch, Fragen zu den Beatles oder zu ihren eigenen persönlichen Daten zu beantworten. Im Inneren der Schallplattenhülle wurde eine kleine, handgeschriebene Notiz gefunden, auf der Folgendes zu lesen ist: Limitierte Auflage 1 von 1. Danke, John. XXX.